Stimmt ja. Brauchst du Hilfe? Soll ich dir vielleicht den Enterhaken davon geben? Alles okay. Hier, warte. Ja, ja. Guck mal. Oh, oh. Wollen wir vielleicht weiter runter, oder? Ja. Was? Noch weiter runter? Ja, klar. Bis in die Hölle. Ja. Ich hab keine richtige Rüstung, aber in die Hölle. Na klar. Weil die wurde auf Flash, die war locker down, also. Ja. Ist nicht so, dass ich. Warum auch nicht? Ist nicht so, dass ich die eigentlich immer mit dem Mini-High gemacht habe. Da rechts leuchtet was. Da rechts. Weiß nicht. Ja, das ist neue Erz und ich glaube, das ist auch Corruption. Guck mal, hier sind. Diamanten. Amethyst. Ja. So ein kleiner Diamantensredelstein. Und das da unten. What the fuck? Ein Schaf? Ich glaube eher, das ist so ein Yeti oder sowas. Ein Snowflings. Okay. Das klingt krass. Hier ist eine Frosttruhe. Eine Frosttruhe? Warte auf mir. Ich muss die auch begutachten. Da ist ja gar nichts drin. Hab ich rausgenommen. Yeah! Nice, Alter, nice. Was war da drin? Eine Schneeballkanone. guck dir das Ding mal an. Lol. Lol. Das sieht nicht gesund aus. Mach es. Aua! Tot. Aua. Es schießt. Was bist du? Spiked Ice Slime. Was ist das denn? Das ist mir auch gefallen. Also das war das Ding, was ich gerade kaputt gemacht habe. Ne, ich meine das, was du da oben gerade abbaust. Hier ist Tungstenohr. Tungstenohr? Tungstenohr. Ich weiß bei Feed the Beast schon nicht, was das ist. Das Ding will nach mir schießen, aber schafft es irgendwie nicht. Okay. So, was sollst du da darstellen? Kann ich dich überhaupt schon abbauen? Fire in the hole. Oh Gott, ich will nicht runter. Hast du noch TNT? Dann würde ich mal empfehlen, dass du das hier wegspringen soll. Was ist denn das? Ich weiß nicht, kannst du dich auch. Das ist Ohr, das ist auch Erz. Du brauchst aber was Besseres als Holz oder was wir hier haben für Kupfer. Oh, guck mal, hier ist ein. Na, Eisfilm. Das ist auch noch so eine Eistour. Ja, mach mal da. Nice, suspicious looking eye. Naja, cool. Und ich habe jetzt nochmal was für den Double Jump gefunden. Für den was? Für den Double Jump. Ist ja okay. So ein Blizzard in der Storm, in der Botte. Warte. Gib mir den mal. Okay, ich halte, der macht doch 2 Critical Strike Chance. Mhm. Ich drehe mich wenigstens so lustig. Yes, nehmen wir die Truhe mit, ja, ne? Ja, klar. Auch wenn wir sie nur in eine Truhe tun. Voll sind frei. Ich finde das awesome. Ich glaube, meins fliegt auch weiter, oder? Ein Stück, ja, glaube ich auch. Da ist wieder Tungsten. Noch mehr Tungsten. Man hört, er schreibt. Hat gerade jemand einen Skype angeschrieben. Oh. Ja, wenn man öfters aufnimmt, da entwickelt man eine gewisse Immunität gegen diese Nachrichten. Ja. Vor allem, wenn man auch auf permanent auf beschäftigt steht. Oh, ich habe einen Kumpel, der gerade was gefragt hat. Antwortet man da ja gerne drauf. Ja. Ich hab keinen Platz mehr für Platinum, was zur Hölle. So, wir könnten das Auge schon mal beschwören. Lass mal machen, genau jetzt hier in der Höhle. Es geht nur bei Nacht. Ich weiß. Weißt du, ob es gerade Nacht draußen ist? Ja, weiß ich genau. Jetzt ist es nämlich gerade nicht Nacht. Genau jetzt ist es nicht Nacht, tut mir leid. Genau. Hier ist eine Goldtruhe. Oh, nice. Und sind da aus dem Gegenstände drin? Nö, nur Müll. Nur Müll. Engelstatue, Bomben. Tungstenbars. Oh, die würde ich mitnehmen. Ja, und irgendeine Potion, so. Ich hab's gehört. Ja, hier so eine. Shining. Genau.
Hier ist ein Gold. Hier ist ein Goldständer. Goldständer gesagt. Ich kann es nicht aufheben, weil ich keinen Platz habe. Goldchandelier. Und eine kaputte Kiste ist hier. Interessant. Ja, ist auch bestimmt Deko. Ja. Ich habe einen Extractinator gefunden. Okay. Damit kann man irgendwie Slit und bzw. Slush into something more useful craften. Ja, Extractinator. Ja, genau, den haben wir schon gefunden. Also der Name klingt schon awesome. Kann bestimmt nix. Ja, ist ja meistens so, ne? Was kann das Ding denn? Keine Ahnung, aber es klingt cool. Richtig. Warum habe ich eine Holztür dabei? Ich weiß es nicht. Also ich weiß schon, aber ich weiß nicht, warum ich sie noch dabei habe. Gibt's hier runter? In die Kanalisation? Was? Nee. Ich wollte gerade sagen. Kanalisation? Alter, wie hoch ich mit diesem Double Jump springen kann? Das ist besser als jede Flasche, ey. Also, das ist als jede Wolkener Flasche, ey. Wolkener Flasche kriegst du auch einen Doppelsprung, oder nicht? Ja, ich habe ja auch einen Doppeljump. Achso. Ich habe hier irgend so ein Wurzeldeko wahrscheinlich. Da hängen Wurzeln an der Decke. Man kann die abbauen? Was zur Hölle? Orange Blood Rot. Okay. Used to make orange dye. Okay. Wir können schon mal orange eine Farbe machen. Ja, wie gesagt, ich glaube, du kannst dann deine Wände einfärben. So lila Holz oder was weiß ich. Ich hätte gern alles in pink. Hipster. Na, ich komme hier nicht mehr raus. Ich weiß nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Grey Pressure Plate. Ah ja. Gut, dass die im Wasser platziert ist. Sonst hätte die mich bestimmt irgendwie umgebracht. Es soll ja auch irgendwie noch mehr Fallen geben. Da freue ich mich ja schon drauf. Ja. Hier ist nichts mehr. Wolltest du das nicht mitnehmen? Hm? Ich habe keinen Platz. Hm, sag das, dann nehme ich das mit. Na du... Eisslime. Ui, Maha. Aber da unten ist noch irgendwas, oder nicht? Alter, jetzt spring da hoch. Dankeschön. Slime fängt mich perfekt aus der Luft ab. Schaffst es? Ja, ich konnte durch dieses dumme Loch. Sagst du Wolf, aber. Nein. Wait, what? Nein, Slime. Wir können wissen, wo ich Schnee herkriege. Schneeblock. Schneeblock? Haben wir die ganze Zeit abgebaut? Nee, ich brauche irgendwie Schneebälle. Achso. Vielleicht kriegt man das ja auch bei dem Extractinator raus. I don't peek, fucking peek, know. Peek, 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 peek. What? What? Oh mein Gott, oh mein Gott. Warum ist hier ein Skelett gewesen? Macht euch unsichtbar. Da steht ein Obelisk. Ja, das ist dieser eine Grabstein gewesen von dir. Was bist du denn? Hier ist Slush. Das nehme ich mal mit. Slush? Okay. Das brauchen wir, können wir für den Extractinator benutzen. Oh, ich hatte eine Spelunker Potion. Slush. Da rechts wird mir dieses Deko-Element als irgendein... wie eine Vase oder so. Was bist du denn? Wie, was bin ich? Was, was ist er denn? Ja, wie, was war... Ein Wikinger, Alter. Ein Wikinger? Ein Wikinger. Ein untoter Wikinger. Töte ihn. Töte ihn mit Feuer. Noch einer. Nein. Jetzt geht's aber los hier. Achso, ja, natürlich. Untoter Wikinger. Das hier ist ja alles aus Eis. Macht irgendwie Sinn. Vor allem, wir gucken in den Untergrund, oder nicht? Weil hier so... Der Hintergrund ist ein bisschen dunkler als der da oben. Ja. Ich boomerang ihn einfach. Gucken, was er dazu sagt. Gar nichts, weil der Boomerang, glaube ich, eben bei ihm durchgeflogen ist, ne?
Einfach so mal einen Schaden. Oh, was ist das denn da? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie so ein Kühlschrank. Ah, toll. Rope und Bombs, glaube ich. Hauptsache, man kann hier hoch, aber nicht wieder runter. Ja, ne? Habe ich schon öfters gehabt. Ja auch. Ja, ja. Ich will mein Geld zurück. Moment. Ich habe das Spiel vor dem Update gekauft. Plot Twist. Ach. Was hast du denn? Du kannst auch die Leertaste gedrückt halten beim Double Jump. Maha. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ich hab noch Ropes. Ah, du machst das mit dem Rope-Klettern, macht's das viel einfacher. Der Double Jump. Stell dir vor, du hättest diese Pyramide früher hochklettern müssen. Jetzt kannst du eigentlich langlaufen, aber früher hättest du ja immer springen müssen. Boah, voll ätzend. Ja. So, dann wollen wir mal wieder zurück. Oder weitergehen? Da links ist noch eine Kiste. Da muss ich mir aber zu weit durchkramen. Habe ich keinen Bock drauf. Ach, das ist kein Staub, der da so unterrieselt, sondern Schnee. Ja. Das schneit. Wo ist noch eine Kiste? Nach links, irgendwo ganz weit in der Wand. Sehe die gar nicht. Ja, ich habe eine Spelunker Potion. So. Ich habe... Wo habe ich das Mana her? Ich habe auch 20 Mana. Hä? Standard, oder nicht? Nee, Standard hat man eigentlich gar kein Mana. Ja, früher. Früher? Jetzt kannst du halt schon mal diesen Spiegel benutzen. Wenn du einen hättest. Ich mach mich lieber unsichtbar. Oh mein Gott, ein Regenmantel. Macht euch unsichtbar. Ein Regenmantel mit Helm und Schuhe, ja? Also wenn schon, dann wollen wir schon bei den Fakten bleiben, ja? Nein, Umbrella. Hast du schon mal jemals gesehen, dass es in der Wüste regnet? Auch selten, ne? Regen? Also Schnee? Also bei mir regnet es gerade in der Wüste. Ich bin ja drüben im Schneebiom. Ja, da schneit es wahrscheinlich. Ja, in der Wüste hat es aber auch geschneit. Bei mir regnet es. Mein Gott, fliegende Fische in der Tundra. Okay. Kein Ding. Ich finde diesen Double Jump so geil. Mhm. Vor allem, wie er sich dabei so dumm dreht. Voll swaggig. Nein. Nein, ich werde von zwei fliegenden Fischen verfolgt. Ob man mit dem Fucking auch den Schnee schmelzen kann, wie in Minecraft? Nee. Hier ist schon wieder eine Wüste neben dem Eisgebiet. Fliegende Fische macht er unsichtbar. Ich bin unsichtbar, aber sie sehen mich trotzdem. Jetzt regnet es hier drin. Warum regnet das in der Wüste? Man weiß es nicht. Jetzt brauche ich nur noch dieses Hufeisen, damit ich keinen Fallschaden mehr kriege. Mhm. Also wir beide brauchen es sogar. Ich will so ein Ameisen. Löwe. Löwe. Warum kein Tiger? Ich hab den Dungeon gefunden. Nice. Ich geh da schon mal rein, ne? Mhm. Ja klar. Es passiert nichts mehr. Nee, muss man den Typ nicht mitnehmen? Nee. Lame. Du zerstörst deine gesamte Inneneinrichtung. Ja, da gibt's voll die coolen Sachen, da muss man gucken. Hier die Banner und sowas kann man abmachen. Hey, du wirst verfolgt. Das Vieh stalkt dich. Ah, die beiden Vase. Fischen. Ich hatte keinen Platz mehr für die Vase. Hab ich jetzt mitgenommen. Kann man da was reinsetzen oder ist das nur Deko? Weiß ich nicht. Hier gesagt ein Stuhl. Die Stühle kannst du mitnehmen. Gothic-Stühle. Gothic-Stühle, yay. Yeah, hier ohne Lampe, eine chinesische Lampe. Lol. Lol, he died. Bücher. Na, ich muss noch irgendwo dieser Aquaspell drin sein, ne? Ja, richtig. Den wir benutzen können, weil wir 20 Mana haben. Richtig. Ja, genau! In dies. Ah ne, du kannst mich damit ja nicht töten. Richtig. Das wusste ich natürlich, habe ich vorher kalkuliert. Genau. Hätte ich das ja nicht gemacht. Gibst du wolltest mich tot sehen. Nee. Die Bücher sind aber irgendwie seltener geworden, ne? Diese Zauberbücher. Ich kann sagen, ja. Oder muss man die jetzt abbauen, damit man den findet? Das wäre voll lame.
Oh, ich habe hier so eine Iron Skin Potion in der Vase drin. Die schlucke ich einfach. Schluck, du Luder. Okay. Gravitationskrank. Krank. Auto! What the fuck? Oh. Das. ja. Huch. Wie war das? Man kann da rein jetzt? hab mich wohl verschätzt. Ja, ich wollte sowieso nach Hause. Ich weiß, wie man Stehbälle machen kann. Einfach Snowblock. Im Inventar haben. Echt? Jo. Kriegst du 10 Stück für einen Block raus. Wo denn? Oh, nicht so weit. Nicht so weit. Nein, nicht so tief. Tungsten Brick. Ich kann mir ein Kaktusschwert machen, ernsthaft. Was? Ein Kaktusschwert? Ja. The fuck? 25, 50. Gelbe 70. Fackeln kann ich machen. Ja, mit den Topaz. Ja, stimmt. 40. Und Eisfackeln. Geht auch. Ich kann eine Kaktustür machen. Oder einen Kaktusstuhl. Bestimmt voll bequem. What? Nimm dies. Nein. Es ist so kalt. Hast du, get on my level. Hast du noch die Tungsten-Ohr dabei? Dann würde ich dir meinen einfach mal zuwerfen. Meine 7. Ja. Ja. Vielleicht kannst du daraus ja was Geiles machen. I will have a look. Ja, dann tue er dies. Ich will gar nicht noch ein paar Barren machen. Ich kann mir einen Topaz-Stab machen. Ein Topaz-Stab? Ein Stab. Ein richtig geiler okay. Stab. Hey, die Platinum Pickaxe hat 59 Pickaxe Power. Geil. Und die Tungsten hat 50. Und kann Meteoriten abbauen. Kann meins auch. Ich kann sogar ein Kaktus Workbench machen. Achso. Ja. Und Eisenketten kann man jetzt auch benutzen, wie Ropes. Cool. Kann man dann klettern. Guck mal die Fische über uns. Eine Lead Door. Oh, eine Bleitür. Geil. Genau. Ein Bleibogen, Schwert. Fürchte mich. What the fuck? Das ist Kaktus oder was? Ja. Hast du noch ein paar Kakteen dabei oder? Ne, ich habe keine eingesammelt. Ah, verdammt. Muss ich mal ein bisschen Hauptsache. Müll ablegen. Mit Betonung auf ein bisschen. Müll. Wir haben ja genug Truhen. Ja, die erste schon voll. Ich brauche noch ein paar Kakteen für meine Hose. Da habe ich meine Kakteenhose an. Das tut bestimmt überhaupt nicht weh. Wahrscheinlich hat es nur Set-Bonus, dass wenn Gegner mich angreifen, dass sie Schaden kriegen. Ja. Das könnte ich mir sogar leider vorstellen. In der Zwischenzeit düse ich mal ein bisschen in die Wüste. Düst du, Mann. Mit meinem Sandstorm in der Bottle. Na, wie kam man denn da drauf, ey? Muss ein Blizzard in der Bottle, ich hab einen Sandsturm in der Bottle. Gibt es nur noch, was weiß ich, Feuerregen in der Bottle. Genau, so Meteoriten in der Bottle. Meteoriten. Damit fällt's dann so schnell runter, dass du instant tot bist. Aber du machst bei deinem Tod so eine sofortige Explosion. So dass du alles im Leben mitvernichtest. Bist du vor Game Over? Hast das Spiel gewonnen? Ich hab Pink. Was ist denn hier eigentlich los? Fisch hier irgendwie, Fliegenfisch. Keine Ahnung was. Das ist Profile. Der Fliegenfisch aus Link's Awakening. Hier sind gerade irgendwie voll viele. Ah, ich hab Pinky Prickly Pear bekommen. Damit kann man Pink Dye machen. Obelisk der Peiniger, ich beschwöre dich. Schade, dass der im echten Leben keinen Effekt hat. Nicht so wie in der Serie, wo er unzerstörbar ist oder wenn man 10 Milliarden Angriff hat. Hat mein Kumpel versucht mir weiszumachen, dass sein Obelisken Effekt hat. Ah ja. Ich schau auf die Karte, ah ja.